Hallo Freunde der gepflegten Unterhaltung, wir sind hier wieder bei Xenonauts und beim letzten Mal sind wir hier mitten im Zug stehen geblieben, weil mir das so ein bisschen schlagartig hier auch eingefallen ist, dass wir den Part langsam beenden müssten, denn ich habe ja hier auch nicht so viele Kapazitäten, dass ich die Parts immer so lang machen kann, also ich kann nicht ständig hier so lange brauchen mit dem Uploaden, da ich in letzter Zeit auch relativ lange Parts von FIFA und so weiter mache. Habe ich da für Xenonauts nicht noch genau dieselben Reserven. Also, das würde mir einfach zu lange dauern, wenn ich beide Parts stundenlang hochladen muss und stundenlang noch bearbeiten muss. Das wird nicht passen. Ich muss die ja auch noch rendern und so weiter. So, du guckst mal hier um die Ecke rum. Ich glaube, beim letzten Mal stand hier das UFO rum. Ist jetzt hier nicht der Fall. Anscheinend ist aber auch auf dem Feld nicht viel los. So, du gehst erstmal hier hin, guckst nochmal in die Ecke. Und dich stellen wir mit hier ab für die Seite. So, ein Assault ist noch, beziehungsweise ein Rifleman. Wir haben hier die Assault-Truppe zu Rifleman gemacht. Ich denke mal, es dürfte noch ein Alien hier draußen rumlaufen und danach müsste hier Schluss sein draußen. So. Da ist das UFO. Hier oben sitzt doch bestimmt noch irgendwas rum, oder? Nee. Nicht. Das wäre gut. Dann können wir nämlich gleich anfangen, hier mit unseren Raketenwerfern rumzulaufen und ein bisschen Action zu machen. So, du kommst damit hin. Am besten ist, wenn wir hier so eine gute Linie drauf haben auf das Schiff. So, das war's soweit. Wir gucken gleich nochmal hier hinten, aber ich denke mal, da wird nichts mehr sein. Wenn, dann eventuell noch hinterm Schiff. Aber der Rest dürfte hier sicher sein. Jo, da ist erstmal nix. Und auch hier hinten. Wir gucken auch mal rum, aber wie gesagt, ich glaube, da ist nichts mehr. Das heißt, wir bringen die hier schon mal in Position. Die dürfen gleich ihren Raketenwerfer rausholen. Hey, so ist dahin. Na gut, dann gehst du halt dahin. Guckst schon mal nach da. Gehst in Position und. Gut, du musst hier hinten hin. Ja, wir haben ja natürlich relativ ungünstige Bedingungen, was den Eingang des Schiffs betrifft. Wir können hier nicht allzu viele Sniper-Leute positionieren und nach dahin kann nicht wirklich einer schießen. Da müssen wir hier hinten nochmal einen hinstellen. So. Ihr habt noch relativ viele Zeiteinheiten, aber die brauchen wir jetzt auch nicht. Davon ist ja auch einer hier ein Verletzter. Also nicht, dass ihr uns den hier wegnehmt. Das wäre nicht so schön. So, du gehst noch damit hin. Damit wir auch noch hier hinten in die Ecke reinschießen können, falls das nötig ist. Und ja, ich denke mal, hier wird jetzt keiner stehen. Habe ich bisher noch nicht gehabt, dass da jemand rumsteht. Und davon gehe ich jetzt auch mal aus, dass das generell so ist. Fehlt hier nicht noch einer? Haben wir irgendwen vergessen? Ah, hier hinten. Gut, du bist noch einer von den Raketenwerferleuten. Kommst damit hin. Du kannst schon mal deine Raketenwerfer rausholen. So, und du ebenfalls. Und ab in die nächste Runde. Jetzt müssen wir nur noch die beiden hier in Position bringen und dann haben wir es. Dann können wir hier anfangen mit dem Bombardement sozusagen. So, du kriegst deinen Raketenwerfer, kniest dich hin und schaust schon mal dahin. Du kommst noch, ach, noch nicht. Nächste Runde geht's dann los. Da geht's hin. Ach, stell mich lieber dahin. Jetzt behindern die sich nicht mehr gegenseitig. Und so. Eine Runde noch.
Und dann können wir hier angreifen. Im Endeffekt dauert es ja eh nicht so lange hier, von daher auf geht's. Wir schießen in das Raumschiff, sehen hier unsere Gegner. Ja, keine Schussbahn. Du hast eine Schussbahn. Der ist schon mal Geschichte. Da ist jetzt der Baum im Weg. Das ist natürlich ungünstig. Wir schießen hier mal, dass der so ein bisschen suppressed wird. Ja, genau. Schießt mal den Eingang kaputt. Ich will den eigentlich nur so ein bisschen... Genau, das wollte ich haben. Und jetzt können wir hier nochmal einen relativ schlechten Schuss abgeben. Ja, Mist. Ach, du sollst nicht aufstehen. So, dich stellen wir nochmal hier drüben hin. Ich hoffe mal, dass das Alien jetzt nicht übermütig wird und uns hier anschießt. Normalerweise müsste jetzt ein Reaktionsschuss kommen. Wir hatten ja nur mit einem von da unten geschossen. Aber anscheinend habt ihr hier kein wirklich gutes Reaktionsvermögen, Mädels. So, der ist suppressed. Und einen Schuss können wir noch abgeben. Hat aber auch nicht viel gebracht. Jetzt haben wir den hier weggezogen, aber der hätte, glaube ich, eh nicht getroffen. Das Alien steht auf, das heißt, wir können es besser treffen. So, jetzt hier auf. Ach, ich drücke hier immer einmal drauf, damit die sich auch ja nochmal hinstellen. Damit sie dann besser zu treffen sind. Wieder suppressed. Und jetzt aber. Genau, und das ist Geschichte. Gut, die Mission ist erfolgreich abgeschlossen worden. Und wir werden dann gleich nochmal schauen, wo es in die nächste Mission reingeht. Wir haben 23 Punkte gemacht, ein Zivilist wurde getötet. Ja, da konnten wir nicht viel ausrichten gegen, haben jetzt aber wenigstens nur einen Verwundeten. Keine Toten zu beklagen, das ist schon mal was. Und gleich mal hier zum Labor. Interceptor. So, wir werden schon mal das nächste Projekt hier starten. Ohne Leute, aber wir haben es dann auf jeden Fall schon mal drin. So, und jetzt müssen wir hier noch jemanden für Charlie wieder dazu holen, weil Robert Baumann, oder wie der heißt, hier nicht mehr fit ist. Das heißt, wir müssen den neuen nochmal ausbilden. Der hat 0 Missionen. Und das war ein Sniper-Schütze. Gut. Ändern wir mal die Rolle. Sniper, alles klar. Und wir können auch gleich weitermachen. Jo, das lese ich mir nicht alles durch. Haben wir jetzt hier das Ganze abgeschlossen? Immer noch nicht. Was wird denn da mal angezeigt? War, glaube ich, Autopsie, dass wir hier das nochmal erforschen könnten. Schaffen wir das rechtzeitig? Ich hoffe es mal. Oh. Nee, machen wir nicht. Machen wir nicht. In der Nacht habe ich hier keine Lust drauf. Nun weiß ich aber, dass die Lichtstrahlen hier schneller sind als unser Raumschiff. Ist ja auch eine Erkenntnis wert. So, das dazu. Und ja, wir könnten jetzt hier noch einen Foxtrot produzieren und dazu bräuchten wir noch einen Hangar. Ich glaube aber, das ist auch generell immer nicht verkehrt, wenn wir hier mehrere Hangars haben. Damit wir hier, wenn mehrere Leute da sind, auch mehrere UFOs abschießen können. Gut. Dann geht's aber erstmal weiter. Auf geht's. Ihr holt mir das UFO runter. Was? Low Fuel? Wir haben die Dinger noch gar nicht im Einsatz gehabt. Warum war denn da jetzt der Tank leer? Muss ich nicht ganz verstehen. Die ganzen Problemchen hier. Mensch, Mensch. Dadurch vergeht immer irgendwie viel Zeit. Hau drauf. Was? Die sind noch unterwegs. Achso. Die sind da hinten unterwegs. Es
gibt's doch gar nicht, Mensch. Dass wir hier nicht schaffen, mal so ein UFO abzuknallen. Wir wollen uns hier zum Narren halten. Denn unsere UFOs sind immer, unsere Raumschiffe sind immer relativ schnell out of fuel. Gut. Dann werden wir mal die Rüstung hier erforschen. Haben wir hier jetzt schon was? Ne, wir haben nur die Foxtrot Interceptors. Aber dafür brauchen wir erstmal Hangar. Damit wir da auch was machen können. So, der Hangar ist fertig. Das heißt, wir bauen uns einen Foxtrot. Hier wollten wir hin. Aircraft, Foxtrot Interceptor starten. Eins brauchen wir nur. Zumindest vorerst. Und dann schicken wir hier 10 Techniker rein. Alles klar. Auf geht's. Meine Güte, hier ist aber auch nicht viel los. So, ich glaube euch noch nicht hier mit eurem abgeschlossenen Projekt. Normalerweise sind die dann nämlich nicht abgeschlossen. Quatsch, ich wollte da hingehen. Jetzt haben wir hier einen Foxtrot zu stehen. Aber ich glaube, alleine ist der auch nicht wirklich sinnvoll. Extra Terrestrial. Gut, das war doch schon abgeschlossen. Ja, dann können wir hier nochmal... Ich glaube, dadurch können wir dann die Aliens gefangen nehmen. Nee, wir können die dann identifizieren, okay. So, jetzt ist aber der Verwundete hier wahrscheinlich auch schon wieder da. Das heißt, wir schmeißen mal unsere Zweitbesetzung hier wieder raus. Das warst du. Du hast noch keine Mission. Und du kommst wieder rein. Hast du deine Rüstung hier noch dabei? Alle Riflemen müssten ja hier ungefähr dieselbe Ausrüstung haben. Ja, stimmt. Und dann schauen wir doch mal, ob wir dann nicht hier mal endlich ein paar Gegner finden. Beziehungsweise, nee, wir können ja noch mal reinschauen. Bei der Armor, genau. Hier können wir nämlich gleich mal anfangen, das Ganze zu produzieren. Hier können wir nämlich gleich mal mit Rüstungen anfangen. Geht ja relativ schnell mit der Rüstung. Ja, liegt daran, dass wir hier im Endeffekt überhaupt gar keine Einsätze haben. Ist eigentlich relativ ungewöhnlich. Aber wenn man sieht, wie viele Tage hier vergehen, ohne dass was passiert, ja, wir können auch nicht großartig helfen. Ja, das ist jetzt hier so ein Bildschirm, da wird angezeigt, wie die Gunst aussieht bei den jeweiligen, ja, Regionen. Beziehungsweise, ja, es sind ja nicht alles wirklich Kontinente, von daher eher Regionen. Und... ja, die ist meistens gefallen, weil wir nur einen Einsatz hatten und der war hier. Afrika hat relativ gut zu leiden gehabt. Wir kriegen aber trotzdem 1,6 Millionen hier. Können damit auch ganz zufrieden sein. Und ja. So, jetzt aber mal endlich wieder. Und ich hoffe, ihr seid nicht hier wieder gleich out of fuel. Schicken wir mal den Foxtrot mit. Auf geht's. UFO has escaped to space. Ey, das gibt's doch gar nicht. Irgendwie ist der Wurm drin heute. Bei meinem FIFA Let's Play war auch schon der Wurm drin. Da hat's rote Karten gehagelt, weil mein Spiel irgendwie gestreikt hat. Keine Ahnung, was das heute ist. Ist wohl nicht mein Tag. Tja, man sieht's wieder. Wir sind hier nicht gut dabei. So, erstmal werden wir jetzt hier die Condor wieder losschicken. Was? Welches war das? Okay, es war das andere. Was? Maincraft Escort? Escort. Nee, lass mal. Das lass mal. Das können wir uns hier schenken, da anzugreifen. Und es ist wieder wahrscheinlich so, wie es beim letzten Mal bei mir war. Dass hier schon wieder UFOs rumspringen, die wieder viel zu stark sind. Ich hoffe mal, eigentlich habe ich gedacht, es liegt an der Stärke generell von den, an der Spielstärke. Aber anscheinend ist es einfach nur, wenn sehr viel Zeit vergeht, dass das passiert. Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht so ist, dass wir so starke Gegner haben. Und wir ziehen jetzt hier mal die Rüstung an. So, unsere Sniper-Leute können hier auf jeden Fall noch mit vollem
Gepäck hier reingehen. Sniper. Warum hast du keine vernünftige Ausrüstung? Sniper. Der sieht hier nicht so gut aus. Er hat nicht allzu viele Zeiteinheiten. Wie sieht es bei dir aus? Kannst du dir das leisten? Jo, das können wir sogar so lassen. So, bei den Rifleman sieht schon ganz anders aus. Der hier muss auf jeden Fall was ablegen, das ist klar. Wie viel wird nur die Frage sein. Wir wollen die ja immer mit einer Rakete mindestens noch rumlaufen lassen. Zwei Raketen brauchen wir meistens, um ein UFO zu öffnen. Wenn man dann trifft, du hast schon von vornherein zu viel drauf. Das sieht schlecht aus. Ja, gut. Mit so wenig Zeiteinheiten brauchen wir den nicht losschicken. Das heißt, wir geben ihm hier einfach mal eine Granate mit. Und er ist dann einer von den Riflemen, die wir nicht für das UFO beschießen brauchen. Und auch du wirst wahrscheinlich... Oh, es gibt noch gar keine Sache für dich. Gut, da müssen wir noch ein bisschen warten. Dann können wir die anderen drei Leute auch noch ausrüsten. So, und jetzt mal bitte... Wir schicken mal vorsichtshalber alle mit. Falls hier wieder irgend so ein Schwadron unterwegs ist. Nee, lass mal. Was? Hau das Ding um. Das gibt's doch gar nicht. Gut. Also irgendwie ist hier heute wirklich sowas von der Wurm drin bei mir. Tja. Wieder mal können wir nicht angreifen. Also ganz ehrlich, langsam reicht's. Langsam reicht's mir. So, jetzt können die Letzten hier noch ihre Rüstung anlegen und wahrscheinlich auch ihre Raketenwerfer ablegen. Ansonsten wird das nämlich nicht viel bringen. Wir brauchen Leute, die viel Stärke haben. Und hier ist schon mal überhaupt gar keine Stärke vorhanden. Und bei dir, naja. Eine Rakete dürftest du trotzdem noch behalten können. Problem wird nur sein, wenn wir einmal daneben schießen, kriegen wir kein UFO mehr auf. So. Warum hast du eigentlich keine... Ach nee, das ist ja der falsche. Du. Du ziehst jetzt hier seine Armor an. Oh mein Gott. Da kriegt er dann gerade so einmal Schuss abgefeuert. Ja, bist du halt kein Sunny mehr. Und dann hast du wenigstens ein paar Zeiteinheiten. Gut. Meistens ist es so, dass gerade der Sunny immer in der Nähe von den Leuten steht, die man heilen möchte. Beziehungsweise verbinden will. Gut, jetzt möchte ich aber auch mal wieder ein paar Gegner haben und vor allen Dingen welche, die wir auch besiegen können. Na los. Jetzt schicken wieder alle mit. So. Ruhe. Das gibt's doch gar nicht. Warum kriegen wir jetzt hier immer Hunderttausende von großen Gegnern? Verstehe ich nicht, wie das sein kann. Aber wir haben alle drei Schiffe mitgeschickt, eventuell klappt's ja. Ich glaube zwar eher nicht, aber okay. Ja, gut, das war schon mal richtig toll. Ja, anscheinend kommt... Das schafft ihr noch, das schafft ihr noch. Mach, 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 mach. Mach's kaputt. Ach Gott. Ja, top. Unsere gesamten Schiffe sind kaputt und müssen jetzt wieder hergestellt werden. Ja, ich habe es versucht, aber anscheinend ist das Spiel hier gegen mich. Wahrscheinlich gibt es jetzt nur noch so einen starken Gegner. Ich frage mich aber, warum das so ist. Es geht relativ schnell, dass das so kommt. Haben wir schon wieder genug? Escort very small und small. Okay, brauchen wir gar nicht erst los. Ich habe nämlich vorher gar nicht da drauf geguckt. Anscheinend gibt es jetzt hier nur noch solche eskortierten Leute. Ist eine komische Sache. Also irgendwie, vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass ich hier relativ früh angefangen habe, einen Hangar zu bauen. Glaube ich aber eher nicht. So, da müssen wir auf jeden Fall nochmal aufrüsten. Hätten wir eben noch so einen Foxtrot gehabt, wäre es vielleicht was geworden. Aber irgendwie sind die Condor sowieso besser, weil die danach noch mit ihrem Maschinengewehr hier schießen können. Was die nicht können, die haben nur Raketen. Gut, ich würde sagen,
Es war ein Part, der sehr enttäuschend war. Aber gut. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Shuto.